Hallo Gemeinde, mein Name ist Pfarrer Wahlmeier. Ihr erwischt mich gerade eben hier an einem Ort, wo ich in meiner Freizeit unglaublich gerne bin, in meinem Garten. Ich gebe zu, er ist etwas wild. Und am allerliebsten beschäftige ich mich mit meinen Tomaten. Immer wieder muss man bei Tomaten auch die Geiztriebe rausnehmen. Das gefällt der Pflanze sicherlich nicht, aber es tut ihr gut. Dazu nehme ich vom Haupttrieb und dem dann dieser Blattachse einmal den kleinen Trieb, der daraus wächst. Und so hat der Haupttrieb wieder mehr Saft und auch für die Früchte bleibt damit mehr Wasser übrig. Ich war neulich bei einer Familie und eine Person aus der Familie ist schwer erkrankt. Und im Gespräch sagte diese Person zu mir: Volker, das, was ich hier gerade eben erlebe, das muss doch irgendeinen Sinn haben. Gott möchte mir damit doch sicherlich etwas sagen. Gott möchte mir damit sicher etwas beibringen. Und ich gebe zu, meine Antwort war wenig kreativ, aber ich sagte: Weißt du was? Für mich macht das überhaupt gar keinen Sinn, was du gerade eben erleben musst. Aber diese Antwort und auch die Frage, die die Person mir gestellt hat, sie ist mir nachgegangen. Ich habe darüber nachgedacht und mittlerweile denke ich, ja, es gibt Situationen, wo wir tatsächlich von Gott geführt werden und wo Gott uns vielleicht etwas sagen will, wo Gott uns in eine gewisse Richtung lenken will, vielleicht wie auch solche Tomaten, wo wir schauen, dass eben die volle Kraft und die Frucht in die richtige Richtung geht. Es gibt ja Situationen, die tun uns weh, wie bei den Tomaten. Es gibt Situationen, da haben wir Ereignisse im Leben, die können wir einfach nicht verstehen. Aber diese Ereignisse haben den Zweck, dass unser Leben dann in die richtige Richtung geht. Denke zurück, wie war das? Vielleicht die eine oder andere Beziehung, die du geführt hast. Es hat verdammt weh getan, als das zu Ende gegangen ist, nicht wahr? Aber letzten Endes muss man sagen, was wäre gewesen, wenn diese Beziehung weitergegangen wäre? Oder denke zurück an manches Vorhaben, das du hattest und für das du vielleicht auch viel gebetet hast. Aber was wäre gewesen, wenn all diese Wünsche in Erfüllung gegangen wären? Wo wärst du heute? Es gibt Ereignisse in unserem Leben, die kommen zu einem Ende, die beginnen vielleicht noch nicht einmal. Sie tun uns weh und es erscheint uns sinnlos, was Gott da tut. Warum war er nicht da? Aber ich glaube, dass Gott ein bestimmtes Ziel tatsächlich mit unserem Leben hat. Und dieses Ziel heißt, dass er Frucht sehen möchte durch unser Leben. Gott möchte diese Welt und andere Menschen durch unser Dasein und das, was wir tun, auch beschenken. Und das geht eben nur darüber, dass wir uns an Jesus Christus halten. Jesus hat irgendwann einmal gesagt: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und so wünsche ich dir, auch gerade in deinen Zeiten, wo es schmerzhaft ist, wo du Gott nicht verstehst, wo ein Schicksalsschlag vielleicht auch dich getroffen hat, dass du diese Verbindung zu Gott nicht abreißen lässt, dass eben seine Kraft in dir bestehen bleibt, dass er dich weiterführen kann und dass eines Tages auch wieder dieser Punkt kommt, wo du Frucht bringen kannst. Frucht für dich, für deine Familie, für diese wunderbare Welt. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du behütet bleibst. Ich wünsche dir Gesundheit. Ich wünsche dir Kraft. Und ich wünsche dir vor allem den Segen Gottes. Bleib behütet und bis bald, dein Pfarrer Wahlmeier.